Oh, Erik! Du schubst mir das alles ins Gesicht. Das habe ich im Auge. Oh. Das geht jetzt gar nicht. Jetzt musst du mal runterkommen, ich hab's im Auge. Bleib 20 Sekunden noch stehen, dass ich noch fertig. Ich sehe aber nichts. Warte nur stehen. Ach so, bitte schön, kannst du. Und herzlich willkommen bei den Tees. Guten Tag. Guten Tag. Wir stehen kurz vor unserem Urlaub, aber wir haben da noch ein klitzekleines Problem, was wir eigentlich auch schon mehrere Jahre haben. Und zwar ist das unser Anbau. Wir zeigen ihn euch mal. Das ist unser schicker Anbau. Und dieser Anbau hat eben das Problem, ach, das eigentlich kannst du das erklären. Genau. Also dann erkläre ich das mal. Wenn das Wetter nicht von der normalen schlechten Wetterseite kommt, sondern bei uns von dort oben, da wo ihr jetzt auch hinguckt, dann haut uns der ganze Regen immer ganz übel hier in die Hauswand und läuft dann zwischen der Hauswand und dem Anbau darunter. Weil, ja gut, die haben da früher ein paar Ziegel hingelegt, haben da ein bisschen irgendwas Betonähnliches drauf geschmiert. Das war's. Also es gibt da kein Blech und es gibt da keine Abdichtung und so weiter. Da wir aber letztes Jahr ja im Bad ein bisschen was mit Tür und so neu gemacht haben, regnet das also richtig unten in das Bad rein. Ganz toll. Unten ist gut, das kommt von oben. Genau, dementsprechend haben wir uns eigentlich schon ein Angebot geholt von unserem örtlichen Dachdeckerbetrieb. Dieses Angebot nehmen wir dann natürlich auch an, aber wir müssen es jetzt erstmal auf die Schnelle vor dem Urlaub mal so hin zurechtfuschen, dass das Ganze auch wenigstens die paar Tage im Urlaub hält. Danach wird das der Meisterfachbetrieb schon richtig hinkriegen. Aber wir probieren es jetzt erstmal so weit selber, dass wir die nächsten Tage, Wochen. Boah, voll die dicke Spinne. Was? Achso, oder? Wo denn? Er ist irgendwo runtergefallen, ist weg. Das? Wir waren wirklich da. Oh nee, Mann. Und das Ganze haben wir jetzt vor. Komm jetzt runter von deinen Spinnen. Und Nathalie muss mir dabei helfen, weil die muss sich unten auf die Leiter stellen. Ach, weil bei der Dachschräge und so, wie ich die Leiter angestellt habe und mit der Dachrinne. Ich bin übrigens schon mal von dem Dach runtergefallen, so vor ein paar, drei Jahre. Also runtergerutscht so ein bisschen, habe ich diesmal keinen Bock drauf. Dementsprechend, was habe ich vor? Ich habe schon eine Bürste in der Hand, werde da oben mal die Wand und den Übergang nur so ein bisschen säubern. Dann ist das so eine selbstklebende Aluminiumgeschichte, die klatsche ich da im Winkel drauf, drück's an, hoffe, dass es hält und warte dann, bis die Rooftoppers vorbeikommen. Gut. Ja, oder auch nicht gut, weil wie gesagt, der Urlaub steht bevor und ich hoffe nicht, dass diese Aktion heute im Krankenhaus endet. Ja, dann zieh dir gescheite Schuhe an und halt die Leiter fest. Ja, und wenn du mir nochmal sagst, da läuft eine Spinne, dann endet das definitiv im Krankenhaus. Für die Spinne. Okay, dann ziehe ich mir jetzt andere Schuhe an und dann sehen wir uns gleich. So, du kannst. Das sind jetzt auch nicht die stabilen Schuhe. Oh, hier klebt schon Blut dran. In der Leitung. Oh oh. Ist das jetzt. Ha? Bleib mir doch oben stehen. Ja, wo soll ich denn hin? Keine Ahnung. Telefon klingelt, ich gehe mal dran, weil es Mutti anruft. Dass ich jetzt den Dreck ins Gesicht kriege, ist ja auch kackegal, ne? Mm. Aber jetzt siehst du, hier ist alles offen, hier läuft der ganze Scheiß auch hin. Ja, super. Jeder Fachmann wird. Oh, Erik! Stell dich doch einfach hin, du musst ja nicht an der Leiter. Ey! Was denn? Ich hab mich nur hingestellt. Das bröselt. Sind das die Risse, was ich da sehe, wo es durchkommt? Oder? Ja. Hier oben ist alles frei. Und was ist das für Material? Ist das Beton oder irgend sowas? Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch clever, oder? Hier oben fehlt ein Riesenstück. Wie? Guck mal, hier, guck mal, da kann ich die ganze Hand reinstecken. Oh,
Vielleicht, da müssen wir also mal richtig hochziehen irgendwie. Ich hoffe, es reicht überhaupt. Ich wollte gerade sagen, dass die letzten 50 Zentimeter hier unten brauchst du ja im Endeffekt dann nicht mehr. Nee. Aber schon so, dass es ganz oben, ne? Also dass das große Loch auch zugedeckt, abgedeckt ist. Ja. Ja, das habe ich ja jetzt mit Absicht nicht gemacht. Oh, Erik! Du schubst mir das alles ins Gesicht? Das habe ich im Auge. Oh. Das geht jetzt gar nicht. Jetzt musst du mal runterkommen, ich habe es im Auge. Bleib 20 Sekunden noch stehen, dass du noch fertig. Ich sehe aber nichts. Warte, ich brauche nur stehen. Bitte schön, kannst du. Nichts, gar nichts. Nathalie, du bleibst da drauf stehen. Ich komm, lass mich wieder hin. Dann geh ich lieber runter, ehrlich. Ich vertraue unserem Kind da überhaupt nicht. So. Ja. Das ist scheiße, ich ziehe die Kinder. Alter. Ey. Das sieht gar nichts mehr. Also für mich wäre das auch nichts. Ich wollte es nur mal erwähnen. Bleib nur bitte da unten stehen. Ich bleibe stehen. Wo soll ich denn hin? Ich finde es also doch feucht hier. Wie klebt denn das jetzt? Selbstklebend? Ja. Aber wenn du nur eine Hand hast, ist alles scheiße. Uah. Und? Reicht. Ja, reicht. Kratzt du da nicht wieder mit kaputt? Nee, das rückt mich nicht an. Okay. Muss doch nur eine Hauswand fest sein, dass da das Wasser mit hinläuft. Läuft. Was hat die Folie jetzt gekostet? 15 oder 16 Euro. So, das geht ja. Ja, ich dachte, es wäre eine Betonfolie, weißt du, zum Hals machen. Ja. Dann hätte die definitiv geklebt. Aber das ist kein Betonkleber, sondern Betonkleber. Die musst du nicht warm machen. Dasselbe ist auch ein Kaugummi drin. Das ist beruhigend. Das Kaugummi. Also den hätten Kleber wir gibt's seit 1931, habe ich gelesen. Hätten wir eine Packung Huba Buba, hätten wir das Ganze jetzt auch hinkriegen können. Sogar mit Erdbeergeschmack. So, fertig, ne?
Sag die Leiter gehalten, nur fertig, hab's gut gemacht. Das war auch total anstrengend, weil sich nämlich dieser Fuß der Leiter in meine Fußsohle gedrückt hat. Und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt einen Senk- und Spreizfuß. Das ist natürlich nichts, ne? Also ich hatte ja nur die Angst, den Tod im Nacken von der Leiter zu fallen. Ist natürlich gar nichts im Vergleich zu ihren Spreiz- und Senkfüßen. Nein. Auf alle Fälle sind wir fertig. Wenn wir in Urlaub fahren, hoffen wir mal, dass es schon mal regnet und dass es hält. Ich habe lauter Schmodder überall. Es sieht auf alle Fälle scheiße aus. Und ich glaube, da müssen Profis nochmal ran. Und das werden wir auch machen lassen, weil ich glaube, da sind wir auf der sicheren Seite. Yep. Aber jetzt für die paar Wochen Urlaub oder so, reicht das erst wird das mal. Reichen. Hoffentlich. Und dann wird sich jetzt zeigen, ob du es gut gemacht hast oder nicht. Ja, ansonsten kommt der Ingmar doch ein bisschen früher. Okay. In diesem Sinne, lasst uns ein Abo da. Genau. Und es knackt. Drückt die Glocke. Okay. Gut, also ich bin dann raus. Tschüss. Schöne Woche. Tschüss.